Fehlentwicklungen im Bereich der Brustvergrößerungen und welche Implantate derzeit State of the Art sind, das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxen in Salzburg und Wien. Brustimplantate sind immer ein wichtiges, aber auch ein heikles Thema, weil es handelt sich immer um einen Fremdkörper. Der muss natürlich vom Körper ideal angenommen werden. Eine der drei Fehlentwicklungen, die ich Ihnen heute erkläre, ist die Brustvergrößerung mit Hyaluronsäure, mit großen Mengen Hyaluronsäure, das sogenannte Makrolane. Beim Makrolane hat man versucht, große Mengen Hyaluronsäure in die Brust einzubringen, um sie zu vergrößern. Das war ein ambulanter Eingriff. Die Fehlentwicklung daran war, dass sich diese Implantate oder dieses Gel, das man dann eingespritzt hat, abgekapselt hat und man hatte eine sehr hohe Rate an Kapselbildungen um diese Implantate herum und dann wurde die Brust sehr unregelmäßig und haben sich so Knoten gebildet. Ich habe diese Operationstechnik einmal gesehen in Paris, aber ich war nicht überzeugt davon und habe auch keinen einzigen Patienten gemacht, aus gutem Grund. Es hat sich dann sukzessive herausgestellt, wie schlecht die Ergebnisse dabei waren und wie viele Probleme wir dabei hatten. Eine weitere Fehlentwicklung waren diese PIP-Implantate. Das war eine französische Firma, wo ein betrügerischer Firmenchef statt Medical Grade, also medizinischem Silikon, Industriesilikon verwendet hat, um die Implantate zu füllen damit. Diese Implantate waren sehr billig. Ich habe kein einziges verwendet, auch in Österreich. Wir haben in Österreich ein Silikonimplantatregister und wir hatten nur eine Handvoll österreichische plastische Chirurgen, die eine Handvoll Implantate eingesetzt haben. Also ganz, ganz selten, aber im Ausland wurden die sehr häufig verwendet. Ich war skeptisch, weil sie einfach so billig waren und weil ich mal nicht gedacht habe, dass das eine gute Qualität sein kann. Es hat sich dann herausgestellt, die Prozesse sind ja in den Medien gewesen. Mittlerweile mussten wir sehr viele von diesen Implantaten entfernen, neue Implantate hineingeben, weil sie haben sich aufgelöst. Eine weitere Fehlentwicklung waren titanbeschichtete Implantate. Da hat man gedacht, Titan, man kann ein Brustimplantat mit Titan überziehen. Diese Titanhülle hat sich dann gelöst und war auch sinnlos. Also wichtig dabei ist zu wissen, wem man sich vertraut und dass der plastische Chirurg wirklich eine hochqualitative Implantatwahl trifft. Nur dann werden auch die Implantate möglichst lang halten. Jedes Implantat kann aber kaputt gehen. Jedes Implantat hat seine Nachteile. Wir haben jetzt State of the Art, ist das Implantat aus Silikonhülle mit einer mikrofein rauen Oberfläche. Innen enthält es ein Silikongel, einen Gelkörper. Dieser Silikongelkörper hat den Vorteil, dass er eine Form selbst starr erhält. Das heißt, er bewegt sich und innen, wie Gummibärli sage ich dazu, ein Gel, das selber nicht ausrinnen kann. Das heißt, es kann schon sich nach außen ausdehnen, aber von sich aus wird es jetzt nicht flüssig sein. Wenn er sich bewegt, kann natürlich das Implantat immer seitlich auch Falten bilden. Das kann man, wenn man sehr dünne Unterhaut hat, auch bei gewissen Bewegungen spüren. Das ist normal, das hat jedes Implantat. Und sie sind dann, wenn sie im Körper sind, noch etwas weicher, also sehr ähnlich der normalen Brustkontur. Und auch vom Angreifen her kaum von der eigenen Brust zu unterscheiden. Diese Implantate enthalten oft 6 verschiedene Hüllen, damit sie möglichst gut und stabil und lange halten. Trotzdem können sie auch einmal reißen. Diese Silikongel gefüllten Implantate haben eine anatomische Form. Die hat den Vorteil, dass das Implantat selber diese Form behält. Es dehnt dann auch den unteren Brustteil mehr aus als den oberen. Deshalb bekommen wir ein natürliches Dekolleté. Und dort, wo die Brustwarze ist, dort ist die höchste Projektion. Eine häufige Frage bei den Implantaten ist, wie lang halten sie?
Das kann man nicht definitiv sagen. Es gibt kein Ablaufdatum fürs Implantat. Das heißt, idealerweise kann man sie ein Leben lang drinnen lassen. Aber in statistisch 40% würden im Laufe des Lebens einmal ein Implantat oder zwei Implantate wechseln müssen. Das Wechseln, manchmal kommt man drauf durch eine Mammographie oder ein MRI, dass zum Beispiel ein Implantat kaputt gegangen ist, dann ist es ein sinnvoller Grund, das Implantat zu tauschen. Oder es gibt eine Kapselfibrose, das heißt, ums Implantat bildet der Körper eine feste bindegewebige Hülle, dann wird es ebenso getauscht werden. Also man kann keine Garantie fürs Leben lange erhalten geben, aber es ist ein dauerhaftes Implantat, das man nicht alle 10 Jahre zum Beispiel austauschen muss. Es könnte aber auch sein, dass es kürzer nur hält und man nach ein paar Jahren schon einen Implantatwechsel vornehmen müsste. Generell ist es so, dass keine Patienten ihre Implantate weghaben wollen, auch wenn der Rest des Körpers durch das Alter etwas erschlafft ist. So will man trotzdem, dass die Brustform schön bleibt. Und auch im hohen Alter gibt es niemanden, der sein Implantat entfernen lässt und sagt, ja, der Rest des Körpers ist nicht mehr so straff, jetzt möchte ich auch, dass die Brust nicht mehr so straff ist. Das passt ja nicht zusammen. Nachhaltig ist die Brustvergrößerung in dem Fall, dass man eine dauerhafte Freude damit hat und auch oft nach Jahren und Jahrzehnten eine schöne Körperform, wie das bei unserer heutigen Patientin zum Beispiel der Fall sein wird, die wir heute operiert haben. Danke, dass Sie unser Video zu Fehlentwicklungen im Bereich der Brustvergrößerung angesehen haben. Und wenn Sie mehr Interesse haben, so kommentieren Sie das, abonnieren Sie unseren Kanal und auf Wiedersehen in Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth. We'll be right back.